So. Dann gibt es hier. Ich nehme mal den Hex, dann haben wir zumindest ein paar Manöver am Start. So, und auf den kommt dann auch gleich noch eine Langreichweitenantenne drauf, damit wir bis Minmus Kontakt halten können. So, und das wird dann aber, also jetzt nicht wundern, diese Antenne, dieser Probe Core und, also die Antenne baue ich dann vielleicht sogar wieder ran, aber Probe Core und Strut werden dann an der Minmus-Raumstation wieder abgebaut, damit da nicht irgendwelche Missverständnisse auftreten. Das ist nicht für die Dauer gedacht. So. Gut, dann haben wir es doch. Damit kann man dann noch rüberfliegen. Also es kann jetzt keine Unmengen an Monopropellant transportieren, aber es kann was mit hochnehmen. Und zwar insgesamt dann 60, 60, 120, ich glaube 30 hat der Pod nochmal. Ja, dann können wir 150 Monoprop mitnehmen. Für die meisten Raumschiffe, um die mal oben zu betanken. Wenn wir das immer mal wieder regelmäßig machen, wird das ausreichen. Ich sehe es gerade. Da müssen wir noch ein wenig nachbessern. Hust, hust. Was ist das jetzt? Ne. Blöde Antenne ist das Problem, ne? Aber nur nach oben. Dann wird hier einfach andersrum reingebaut. Hahaha, da kennen wir nichts. So. Ist ja egal, in welche Richtung die guckt. So, da stört sie nicht. Sehr schön. Gut, und wir haben dann mit dem Zusatzgewicht jetzt eine Thrust-Ward-Ratio von 1,52 immer noch. Das heißt, wir können tatsächlich noch mal ein bisschen runter. Da bin ich kleinlich. Fast hätten wir die 1,50 getroffen. Ah, 1,50 für den Start. Sehr schön. Genau, dann düsen wir im Sauseschritt in den Orbit hoch. Wir kontrollieren noch einmal, dass sich hier nicht schon wieder genau die ganze Crew reingeschlichen hat. Unmöglich. Unmöglich, das Pack. Als ob die nichts zu tun haben auf Kerbin, ne? Ach so, ich habe es nicht extra gesagt, aber ich nehme an, ihr könnt mittlerweile davon ausgehen, dass es Kaffee zu trinken gibt am Sonntagnachmittag. Ja, habt ihr noch irgendwelche Einwände? Sonst würde ich nämlich den Minmus-Pendler V2 in Richtung Minmus schicken. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Schub hat er genug. Mit 6000 Delta V sind wir auch richtig gut bedient. Ja, dann wird's jetzt losgehen, würde ich sagen. Strom war noch irgendwo, ne? Ja, okay. Hervorragend. Machen wir uns auf den Weg. Kurzer letzter Blick in den Safe. Achso, der ist sogar noch offen. Kann man noch irgendwas Sinnvolles mitnehmen? Für die Arbeiten? Wahrscheinlich nicht. Als Name für die neue Rakete V2 verwenden es auch speziell. Also in diesem Kontext ist, glaube ich, klar erkennbar, dass damit Version 2 gemeint ist. Ich habe sogar das V klein geschrieben. Es steht ja nicht ganz vorne, also da muss ich keine Sorgen machen. Wenn nicht, ist das hier ein deutscher Raketenkanal. Hier wird auch mal eine Rakete V2 genannt. So. Nein, das ist ja nur ein Versionsbezug. Da muss man nicht so kleinig sein. So. Das brauchen wir hier. Hatte ich das Ding hier? Clamshell on, bla, das passte alles. Das war auch sauber ab. Das war auch sauber ab. Alles wird gut. So, zack, 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 zack. Booster weg, dann irgendwann das Fairing auf, dann irgendwann mit der Rakete losfliegen, dann mit der kleinen Rakete losfliegen. Sehr schön. Gut, letzter Blick, dass sich hier nicht wirklich nochmal hundertprozentig, tausendig jemand reingeschlichen hat. Und wir machen den hier noch Enable Staging, um über das Staging den Control from Here Button zu haben, denn wir haben mal wieder einen radialen Probe Core dran. Ihr wisst ja, wie gut das funktioniert im Regelfall. Gar nicht, nämlich. Deshalb immer oben den, weil man kommt durchs Fairing nicht an den blöden Docking Port ran. Man kann ihn dann nicht aktivieren, aber hier kann man dann Rechtsklick Control von hier machen. Das habe ich, ich glaube, es ist sogar in dieser Serie gewesen, wo ich das schmerzhaft lernen musste. Durch ein, zwei Abstürze, die nicht ganz preiswert waren. So, ich flieg los. Genug gelabert.
Wie lange geht's schon? Du kannst immer Ausrufezeichen Uptime eingeben. Ansonsten sagt mein Streaming-Gedönsgerät aber, dass wir 53 Minuten online sind gerade. Behauptet zumindest der Gerät. Und Jepsi, ich sehe es gerade. Vielen lieben Dank fürs Hosten mit 8 Zuschauern. Hallo, ihr lieben 8 Zuschauer, die vom Jeb rüberkommen. Und vielen lieben Dank an dich, Jeb. Das war ein interessanter Kamerawinkel, aber es ist alles gut gegangen. So, guck mal, was für dramatisches Wetter. Dramatisches Wetter für einen dramatischen Start. So. Guckt euch das an. Normalerweise würde man, glaube ich, jeglichen Start absagen, aber wir starten natürlich auch bei so coolem Wetter, weil es dann noch viel schöner aussieht. Gut, Rakete, Rakete, Rakete. Zack. Control vom hier, nur nochmal um sicher zu gehen. Und dann geht's auch schon los. Warum habe ich das ungute Gefühl, dass das Liquid Fuel gar nicht voll war? In der Hauptstufe. Na gut. Habe ich doch wieder gewichtsoptimiert gespielt. Wenn man nicht alles nachguckt, ne? So, ich fliege jetzt mal so mit einem zwei Dritteln Schub in Richtung Orbit und da kommt auch schon direkt die Sonne dann hoch. So, wir lassen ihn hier dem Schurke halten. Guckt euch mal diesen Abflug an, wie cool das aussieht. Ich stürze wahrscheinlich gleich ab, weil ich mich lieber damit beschäftige, die Wolken anzugucken, wie sie vom Sonnenaufgang angestrahlt werden. So, und ich glaube, wir können jetzt auch noch mal ein bisschen Schwung rausnehmen fürs Erste. Die Booster machen das schon ganz gut. So, dann haben wir Booster Set und drücken die Rakete mal wieder auf eine ordentliche Thrust Weight hoch. Das sieht aber ganz gut aus. So, ich ziehe sie mal mit der Nase runter. Die Höhe haben wir nämlich schon fast und wir sind eigentlich auch hoch genug, damit das mit der Aerodynamik keine Probleme mehr gibt. Ja. Und schick auf dem Horizont ausrichten, feuerfrei. So, jetzt Vollgas. Sobald wir das Fairing aufgemacht haben, werde ich dann auch die Antenne einschalten. Mache ich bei Emojacks Spendenaktion mit wegen dem Bart? Ja, früher oder später mache ich da auch mit. Also, ich mache jetzt nicht diese Bartnummer. Sondern ich werde beim Jack sicherlich auch was für den Movember hinterlassen. Ich denke mal, darauf beziehst du dich, ja? Da bin ich ziemlich sicher. Der Jack macht beim Movember mit. Er lässt sich so ein Hulk Hogan Gedächtnisbart wachsen. Und sammelt dann über den November Spenden ein. Und ich glaube, er hat sich als Ziel gesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, 250 Euro zu sammeln über den November, um das eben an guten Zweck für. Also der November ist so Männergesundheit, Hodenkrebs, bla, was man da halt so haben kann. Aber da fragt er am besten mal Jack, der erklärt euch das alles. Oh, jetzt kann ich gar nicht Kaffee trinken, jetzt muss ich hier fliegen. Verdammt! Immer muss ich fliegen. So, erstmal auf. Dann machen wir hier auch mal. An. So, dann haben wir das schon mal. Dann Extend All Solar. Schwupp. So, ich glaube, aus dem Gröbsten sind wir raus. Strom haben wir auch mehr als genug. Und dann würde ich sagen, fliegen wir doch mal mit einem etwas entspannteren Modus weiter, indem wir uns abkoppeln. Aber wir haben auch echt noch Zeit. Ich glaube, ich coaste jetzt erstmal in dem Modus bis zur Peri. Bis zur Apo. So.
So, 10 Sekunden, das klingt, glaube ich, ganz gut. Und Feuer frei. So, sollte da doch ein Schuh draus werden. Jetzt machen wir mal kurz einen Testlauf. Hervorragend. Unser Docking-System funktioniert schon mal. Gut, dann muss da jetzt nur noch ein Orbit draus werden. Wir haben jetzt in der Stufe 1700 Delta V. Wir brauchen noch 300 ungefähr für den Orbit. Dann kommen wir damit locker nach Minmus und in Orbit. Und hast du die offenen Solarpaneele und die gefüllten Tanks miteinander getestet? Ich habe es kurz aufgemacht. Der gefüllte Tank geht in der Höhe bis unter diese Ecke drunter. Und da die Solarpaneele nach oben ausklappen, können die maximal bis auf diese Höhe drehen. Also das müsste ganz gut passen. Die Klappe, ja, die Klappe ist scheiße, aber das klippt normalerweise nicht. Das klippt normalerweise nicht. Also klippen tut nur der zentrale Kasten und die Paneele selber dann. Sollte stressfrei sein. Hoffe ich. So, Massive Scale Launches gab es auch mal oben drauf. Gut, ab nach Minmus. Zack, zack. Das lasse ich nämlich nicht mehr auf mir sitzen. Das müssen wir auf jeden Fall heute noch fertig bekommen. Dass wir hier ein sauberes Minmus-Go-Gadgetto-Mobil haben, um unseren Sprit hin und her zu fliegen. Und wenn nicht, können wir die Tanks halt nicht ganz befüllen. Ha! Fuck. Das war nicht, was ich wollte. So. Gut. Wir müssen nach unten. Kurz angleichen und dann können wir nämlich direkt danach starten. So, das ist der Angleicher. Jo. Dann werden wir der Stufe den Ausgleich schaffen. Wir werden das Rausbringen schaffen und ich denke mal, dass Einbremsen in den Orbit auch noch. Dann ist hier unten Feierabend. Und dann haben wir diese Stufe und die muss, das können wir dann auch gleich testen, die muss fähig sein, auf Minmus zu landen, wenn die leer ist. Weil wenn sie das nicht schafft, haben wir so oder so ein Problem, weil das Ding soll von der Raumstation zur Basis runterfliegen, um Sprit einzusacken. Das Ding von letzter Woche war untermotorisiert, um es ganz kurz und knackig zu sagen. Das war einfach fies untermotorisiert und ist. Die Reste davon, die ich noch nicht zerlegt habe, schweben jetzt im Minmus-Orbit. Die beiden Piloten, also der Pilot und der mitfahrende Wissenschaftler, haben die Wissenschaftsausrüstung in ihre Rucksäcke gepackt und haben sich erstmal in die Minmus-Raumstation evakuiert. Die sind sicher angekommen, das haben wir gerade am Anfang dieses Streams gemacht. Und wo ich es gerade sehe, auch an den Hans, vielen lieben Dank für dein Hosting. Und ja, also dem Personal geht's gut. Der Luis und der Marvild, also Luis war der Pilot und Marvild der Wissenschaftler, die sind angekommen. Die warten jetzt auf dieses Gefährt. Da habe ich kurz einen Prop Core rangedüdelt. Das ist jetzt die geupdatete Variante mit einer vernünftigen Thrust-Weight-Ratio und ordentlich Delta-V. Und schöner Nebeneffekt, dann auch gleich vier Tanks, die man befüllen kann. Oh, wisst ihr, was ich nicht so richtig getestet habe? Wartet mal. Die hat er aber genommen. Sehr schön. Okay, ich wollte noch mal gucken, wie weit die unten sind. Okay, damit kann man arbeiten. Nicht, dass uns die Rundumleuchte abbricht. Da hätte ich viel Angst vor. So Rundumleuchte ist ja schon wichtig, ne? Gut, aber das Fluggerät sieht tauglich aus. Hat gerade alle TÜV-Tests im Orbit bestanden. Dann können wir es nach Minmus schießen. Was ist das da schon wieder? Die Spacecam-Kapsel. Hallo. Was? Recht belebt hier im Orbit, muss ich sagen. Hoppla. Wer macht denn sowas? Ich glaube, wir fliegen mal nach unten weg, dass wir keine Spacecam-Kapsel näher besuchen. Ja, theoretisch kannst du die Kerbals auf Minmus auch mit Eva-Propellant hin und her transferieren, aber es ist viel bequemer, wenn man sie in so einem Crew-Container mitschleifen kann. Und die Kerbals können wahrscheinlich auch nur thermoskannenweise Sprit mitnehmen.
Das geht dann in größeren Mengen, wenn man tatsächlich mal eine Rakete befüllen möchte. Schon ein bisschen angenehmer, wenn man so ein Raumschiff hat. So, Feuer frei. In Richtung korrekte Inklination. So, und wenn wir dann rum sind, müssten wir hier irgendwo an der Tag-Nacht-Grenze vielleicht kurz danach. Ja, ich denke mal, hier irgendwo werden wir mal Minmus anpeilen, sobald wir das Manöver fertig haben. Irgendwann ist Gravity. Ich hoffe nicht, dass irgendwann Gravity ist. Also zumindest nicht die Stelle mit, oh nein, etwas ist durch unsere Raumstation geschlagen und hat lautlos alles kaputt gemacht. Und jetzt sterben wir alle. Den Teil fände ich ein bisschen doof. Aber guck mal, wir entfernen uns wieder schon wieder auf total super sichere Entfernung von über 20 Kilometer. Ich glaube, jeder bei der NASA hätte wahrscheinlich einen Herzinfarkt bei den typischen beinahe Rendezvous, die wir hier so abliefern. Ich weiß nicht, was bei der NASA als eine sichere Annäherung gilt. Wahrscheinlich nicht so unter 20 Kilometer. So. Zack, 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 zack. Ja, dann probieren wir es doch einfach mal auf dem Descending Node. Mal gucken, was der da sagt. Können wir sogar noch ein bisschen eher starten, glaube ich. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt können wir noch mal gucken, dass wir. Ich wollte gerade sagen, nicht so ewig weit dran vorbeifliegen, aber 170 Kilometer ist jetzt auch nicht die Hölle. Schöner Treffer geworden. Gehen wir mal auf. Apropos, gehen wir mal auf die richtige Seite, wollte ich gerade sagen. Das ist tatsächlich. Ich mache jetzt erstmal einen niedrigen Flyby, die. Lass uns mal in 20 Kilometer Höhe vorbeidengeln. Die richtige Richtung machen wir gleich noch in der Mitkurs. Korrektion. In 5 Minuten ist unser Manöver für 1 Minute. Das machen wir noch. Ach, guck mal, wie glatt wir auf 1200 Metern pro Sekunde sind. Geschmeidig fürs Auge. 921 davon werden wir verbrauchen. Dann haben wir noch ein bisschen was für die Mitkurs. Sagen wir mal, die Mitkurs wird uns wahrscheinlich so 30, 40 maximal kosten. Und dann brauchen wir nochmal 160 fürs Einbremsen. Das sieht richtig gut aus, dass wir mit der Stufe tatsächlich noch bis an die Raumstation kommen. Warum wir an die Raumstation fliegen, ist hoffentlich klar. Wir wollen Marvild und Luis wieder einpacken, ne? Die sollen ja dann auch bitte ihrem Job nachgehen und mit diesem Gefährt landen. Und nicht nur im Minmus-Orbit auf der Raumstation hocken und den Leuten das Essen wegfressen. Dafür sind sie hier nämlich nicht eingestellt worden. So. Zack. Dann einmal einen kurzen Zeitraffer in Richtung unseres Manövers. So, Burn wird 1:47 so ungefähr sein. Noch ein bisschen randriften, damit wir besser auf dem Manöver sind. Ungefähr bei 1 Minute mache ich an. Und den Rest korrigieren wir dann mit Kurs, wie gesagt, in so ein paar Stunden. Strom sieht stabil aus. Was ist hier schon wieder passiert? Achso, ja, Recovery. Ich überlege gerade, ob ich Stage Recovery nicht einfach wieder rausnehme. Das war so ein Impuls, so eine Impulsentscheidung und ehrlich gesagt. Ich will eigentlich Kolonisieren machen und nicht Stage Recovery. Ich glaube, ich würde es modtechnisch. Ich tendiere dazu, es wieder rauszunehmen. Weil es irgendwie thematisch. Es fühlt sich nicht so an, als ob es thematisch dazu passen würde, damit so viel Zeit zu verbringen. Delta V-Maps sind super. Ich habe das erst bei Galileo, da in meiner Urlaubswoche, wieder gemerkt. Wie abgefahren kompliziert es ist. Guckt mal, wie der blinkt. Wenn man keine Delta V-Maps hat, wenn man das alles erstmal wieder ausmessen muss für sich und rausfinden muss, was da eigentlich los ist. So.
Da müssen wir mal gucken, mit Kurs, mit Mono. Also wenn die mit Kurs so 2, 3, 4, 5 Delta V sind, gerne mit Monopropellant. Aber bei mehr würde ich es jetzt nicht mit Monopropellant machen, weil es einfach sehr lange dauert. Wir haben ja noch sehr viel Gewicht dran. Ja, ist mir schon klar, dass das funzt. Aber ich müsste meine Raketen dann entsprechend bauen, dass sie auch zurückkommen. Und ich finde einfach nur stumpf Fallschirme an die Rakete klatschen, das kann ich mir auch einfach sparen. Das ist also, guck mal auf die Geldanzeige. Das ist, und wir haben gerade ein paar Mal hintereinander Raketen nicht so ideal in Betrieb genommen, um es nett zu formulieren. So, unbedingt noch dieses Science, die Science Data vom Mann mitnehmen. So, 4-2 drüber geschossen, weil ich wieder so viel gequatscht habe. Was passiert hier? Ist hier noch irgendwo ein Antrieb an? Alles ist gut. Okay. Gut, jetzt schauen wir uns das mal an. Also, mit Kurs machen wir ein bisschen weiter draußen. Oh, eine Stunde ungefähr. Klingt vernünftig. Und dann gucken wir uns das mal auf Minmus an, dass wir auch auf der richtigen Seite rauskommen. Raumstation rotiert so rum. Das heißt, wir sind jetzt auf der richtigen Seite. Wir müssen eigentlich nur noch ein bisschen näher ran. Jetzt auf 179. Also mein aus Versehen drüber geflogen war tatsächlich schon ein gutes Korrekturmanöver. Müssen wir noch mal ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch alles Chico aus. 62. So, Raumstation. So ein bisschen drüber. Ah, das wären irgendwie so 3, 4 Delta V. Irgendwie so. Gut. Alles klar. Das sieht überschaubar aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann Licht an, weil wir haben ja extra Licht mitgenommen. Die Dinger können wir noch mal sperren. Die wollen wir nämlich gar nicht benutzen. Ich habe ja hier mein eigenes Monopropellant mitgebracht. Gut, dann zeitraffern wir uns mal kurz an unser Manöver. So, und dann machen wir das tatsächlich ganz kurz mit den RCS-Thrustern, weil das so minimal ist. So. Da ist jetzt auch die Stelle, an der wir es machen, nicht komplett kriegsentscheidend, nur die Richtung muss ungefähr stimmen. So, und dann gucken wir auf der Karte, dass das passt. Wir wollen da runter. RCS an und Feuer frei. Also, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und dann sind wir auch schon auf dem richtigen Weg. Die Bremsung machen wir dann hier. Komische Flyby-Momente passieren. Okay. Sehr gut. So, nochmal sicherheitshalber gucken, ob es auch wirklich richtig rum ist. Also die Station kam von hier, fliegt so rum. Wir kommen von dort und haben da hinten den Escape. Das passt. Also die Station ist so rum unterwegs. Wir sind dann auch so rum unterwegs. Alles richtig gemacht. Manöver check. Und in 4 Tagen haben wir das nächste Manöver. Wir haben jetzt noch 270 Delta V. Scheint auch wieder rund zu sein. Ja, runde 270 Delta V zur Verfügung. Und die reichen sogar noch wirklich fast für die Orbitbremsung. Nicht ganz. Aber immerhin nah dran. Wir können mal gucken, wo sich die liebe Station zu dem Zeitpunkt befindet. Ob wir da. Gar nicht so schlecht. Da können wir was draus machen. Sind wir 22 Kilometer SEP.
Wir sind aber weiter drunter. Ne, das ist auch wenig ideal. Ne, das machen wir nicht so. Ein ganz normales Bremsmanöver erstmal und machen aus einem höheren Orbit die Inklinationsanpassung. Das heißt, wir brennen einfach die 270 hier raus, die wir noch haben. Das bringt uns auf jeden Fall in den Orbit. So, der Orbit dauert dann wahrscheinlich so ein paar Stunden. Und dann machen wir mit der Main Stage unsere ganzen Anpassungen auf einer relativ hohen Umlaufbahn noch. Da wird das auch relativ preiswert sein. So, zack. Einspeichern. Gut, die Kiste ist unterwegs. Licht können wir jetzt erstmal ausmachen. Und wir könnten uns mal zur Mondstation begeben. Also zur Mondstation. Und da die. Das war ein bisschen weit. Die Wissenschaftspunkte abholen, die wir noch erledigen sollen. Was ist hier los? Ah ja, genau, da sollen wir noch was bauen, stimmt. Ich würde gern zum. Arr. Kann man das Missionsding irgendwie ausmachen? Nö, ne? Das muss natürlich da sein jetzt, ne? Ich gehe jetzt über Space Center. So, also 4 Tage. Dann haben wir die Abholung an der Station am Wickel. Holen unsere Körbonauten für den Pendler zur Minmus-Oberfläche, der da die Spriterzeugung abholen soll. Apropos, da können wir auch nachher nochmal vorbeigucken, wie das so läuft, das Abbauen. Sollten so langsam die ersten Ergebnisse da sein. Ich hoffe ja, dass das irgendwie schafft, auch mit den Nicht-Stock-Tanks diesen Auftrag mit, wir sollen 1000 Erz abbauen, als geschafft zu werden. Wenn nicht, wird es spannend. So, wir wollen zu Moonbase Bravo. Was wir jetzt machen, ist nur ganz kurz Wissenschaftsdaten raussenden und einen kleinen Kontrollblick, ob die Basis soweit tickert, ob alles läuft, ob wir gegebenenfalls mal wieder Gypsum abbauen müssen, um die Düngerproduktion wieder in Gang zu bringen, oder ob das alles noch im grünen Bereich ist. Eigentlich soll es denen ganz gut gehen, aber nachgucken schadet ja nicht. Und in dem Zuge ziehen wir uns gleich ein bisschen Wissenschaftspunkte ab. So, da ist unser geliebtes Gewächshaus. Also, wie geht's euch denn hier so? Ihr habt noch Essen für 114 Tage. Agroponics sind auf 35% Load, weil, weiß ich nicht, weswegen sind die nur auf 35% Load? Habt ihr so viel zu essen oder? Wo ist denn, bist du gerade verbunden? Ne, du bist nicht verbunden. So, hier ist der Fertilizer, haben wir noch 1800 Einheiten. Gypsum haben wir auch noch 457. Läuft das Ding im Moment überhaupt? Ja, also Düngerherstellung läuft und hat einiges abgeworfen mittlerweile schon. Also, auf der Moon Station ist etwas expired. Hä? Du meinst auf der Minmus Base? Oder was? Moon Space? Ach ja, Strom müsst ihr ignorieren. Wenn man die nicht regelmäßig besucht, dann. Das updatet sich immer erst, wenn man wieder da ist. Da müsst ihr nicht panisch werden. Strom ist alles gut im Regelfall. So, das passt eigentlich alles. Dann müssen wir hier nur einfach mal irgendwie einen Crew Report oder sowas machen. Oder irgendeinen anderen Wissenschaftskram. Kann man hier einen Crew Report erzeugen? Nein. Kann man nicht. Da drin bestimmt auch nicht, weil es ja kein Raumschiff ist. Doch. Man kann einen Crew Report machen. Und wir haben hier noch.
Oh, das ist sogar echte Wissenschaft. Cool. So, das sollte der Auftrag gewesen sein. Das gab dann auch noch mal 50.000 gratis hinterher. Zack, erledigt. Sehr schön. Also hier ist alles soweit im Lot, dass jetzt nur noch 88 Tage Essen da sind. Was ist denn jetzt passiert? Stopp, Agroponics. Start, Agroponics. Was ist euer Problem? Eben hattet ihr doch noch Essen für 114 Tage. Warum sind es jetzt nur noch Essen für 88 Tage? Wo bringt ihr euer Essen hin? Freunde? Das macht mir etwas Sorge, muss ich sagen. Ach, das ist die Minmus-Base. Ich entschuldige mich. Ja. Scrollen muss man können. Danke. Und lesen und so. Ja, 114 Tage. Alles gut. Ja, aber dann sieht das doch gut aus. 114 Tage. Dann können wir rüber zur Minmus-Base. Da wollte ich jetzt nämlich mal gucken, wie die Sprit-Production so läuft. Also der Erzabbau ist es hauptsächlich im Moment. Oh, wir sind sogar gerade in der Sonne. Schön. Irgendwas beleuchtet unsere Station. Switch to. So. Das ist wahrscheinlich irgendein wildes Bauteil. Ach, und wo wir schon mal hier sind, können wir gleich noch gucken. Ich konnte ja diesen Tank nicht zerlegen und ich habe es bei einer anderen Rakete gefunden. Da sind wahrscheinlich innen drin Monoprop-Dinger oder sowas verbaut, die ich erst abbauen muss. Das kann ich gleich mal ausprobieren noch. Dieses berühmt-berüchtigte Teil, was ich nicht zerlegt bekommen habe. So, ich gehe mal rüber zur Basis. Zack, rüber zur Basis. Tada! Hier läuft Agroponics gerade nur auf einem Zylinder, genau. Weil wir nicht genug Mulch zusammenbekommen, weil die nicht schnell genug, ihr wisst schon, ne? Sachen machen. So, Erzabbau funktioniert aber hoffentlich. Wir haben 927 Einheiten Erz. Und 2400 Einheiten Gypsum immerhin schon. Okay. Ich wandle im Moment nichts um. Doch, also Fertilizer wird umgewandelt, aber ich wandle beim Sprit nichts um. Das macht eigentlich diese Einheit hier hinten. Das war aber, glaube ich, stromtechnisch ein bisschen schwierig. Und wir wollten. Es gibt ja halt diesen Vertrag mit bau mal 1000 Erz auf Minmus ab. Und da der irgendwie nicht hochzählt, wollte ich mal gucken, ob der hier irgendwie sich dazu genötigt sieht, das hochzuzählen, sobald die 1000 voll sind. Weit ist es nicht mehr, dann können wir anfangen, Treibstoff zu produzieren. 11.000 Ohr! Aha. Ja, aber also, er erzählt es wohl nicht. Oh. Verdammt. Ich stelle hiermit offiziell fest, Leco mio. Aber er nimmt es nicht an. Schade eigentlich. Schade, schade. Oh, wow. Wir haben echt viel Ohr mittlerweile abgebaut. Das läuft halt schon eine Weile. Nein, stopp. In. Du solltest das reinnehmen. Dankeschön. Leco mio. So, Essensversorgung ist hier mittlerweile auch auf 108 Tage. Also ihr seht, das datet jetzt immer erst, oder es setzt sich erst auf die aktuellen Zahlen, sobald man eben da ist. So, das heißt, wir können hier theoretisch mit der Nahrungsmittelproduktion, mit der Spritproduktion mal beginnen. Eigentlich ist nämlich genug Kram da. Jetzt schauen wir mal. Liquid Fuel und Oxidizer, oder? Ist auch alles sauber eingestellt, ja. Start Liquid Fuel und Oxidizer. Ich glaube, es war nur nachts nicht stabil. Also strommäßig nicht stabil. Thermale Effizienz fährt hoch. Und gucken wir mal, ob wir sauber gebaut haben.
sich stabilisiert bei 1000. Ja, das sieht gut aus. Cool. Das heißt, unser kleiner Convertotron arbeitet jetzt und verbraucht das Ohr fröhlich vor sich hin, was wir abgebaut haben, um daraus Liquid Fuel und Oxidizer zu machen. Da haben wir hier auch entsprechende Tankvorräte. Ja, und da müssen wir jetzt nur noch unser Raumschiff hinbringen. Und ich schnapp mir jetzt einmal unseren Ingenieur. Ist Luca, oder? Ja, ne? Magnus als Mechaniker. Alles klar. Nee, da müssen wir, ich glaube, wir müssen mit dem Ingenieur raus. Obwohl, es ist Disassembled. Wir können mal mit jemand ganz anderen raus. Yannekai, unser Geologe, bekommt heute mal ein bisschen Auslauf. Zerlegen kann man nämlich, glaube ich, einfach so sogar. Das kann, glaube ich, jeder Körper. Oh, lila. Oder im weitesten Sinne lila. Im Auftrag steht einfach nur Acquire 1000 Ore. Da steht leider auch in der im Mission Control nicht mehr dazu. Aber wir können uns das nochmal angucken, ob da irgendwie noch ein ausführlicherer Text ist, den ich einfach nur höflich ignoriert habe. Aber ich... Das wäre mir aufgefallen eigentlich. Da steht einfach nur, ich soll 1000 Ore auf Minmus acquiren. Deshalb habe ich den auch angenommen, weil ich gedacht habe, naja, machen wir ja eh. Das ist ja so ein Selbstläufer eigentlich. Hübsche, interessante Farbe auf jeden Fall. Ja, Fresh Ore, natürlich. Also diesen Auftrag habe ich angenommen, bevor ich diese 12.000 da abgebaut habe. Ne? Also die sind... erst reingelaufen, nachdem der Auftrag lief. Und das Ohr werde ich nicht zurück. Dann breche ich eher den Auftrag ab. Das Ohr soll ja hier bleiben. Wir wollen ja hier draußen eine Space-Tankstelle betreiben und nicht auf Kerbin. Auf Kerbin kriege ich den Sprit kostenlos. So, in der Theorie muss hier irgendwas innen drin sein. Nee. Es ist tatsächlich nur dieses beschissene, kaputte Solarpanel, was ich nicht loswerde. Das ist echt ärgerlich. Arrrr! Okay. Na gut. Und Kaspasen64, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommunauten und ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. Okay, war ein schöner Versuch. Und Windseller, ja, der Ingenieur müsste Bonus geben auf die Umwandlung. Also ich gehe davon aus, dass er die auch gibt. Er sitzt ja im gleichen Gebäude. Das ist ja, wird ja als ein Wessel gewertet, die Base. Also er ist ja da, der Ingenieur. Genau. Auch das Abbauen müsste schneller gehen. Auch durch die Geologin nochmal begünstigt. TNT ist eine gute Idee. Ja, irgendwann mal Sprengstoff mitnehmen ist vielleicht tatsächlich gar nicht so falsch. Und dann ganz schnell wegfliegen. Da kann sich dann mal irgendjemand von euch freiwillig für melden. So, jetzt aber erstmal hier wieder an Bord gehen. Zack. Schmupp und hinein. Gut, das Thema erledigt. Da lasse ich jetzt auch erstmal die Finger von. Spätzle Center, oder? Ja. Wir machen das kurz über Space Center. Da können wir am schnellsten in der Tracking Station einfach den Zeitraffer anschmeißen. Im Vergleich zu anderen bin ich immer sehr klar. High-Quality-Streaming. Ich glaube aber, dass ganz viele mit ihren, wie heißt das? Gaming-Headsets und sowas, also mit den normalen Mikrofonen da streamen. Und ich glaube, die kriegen halt einfach, wenn du gut die Stimme mit reinbekommen willst, hast du halt immer ein gewisses Rauschen mit drauf. Aber da müssen wir mal den Andi zu interviewen. Der hat deutlich mehr Ahnung als ich von so einem Audiokram. Science-Expansion für die Minmus-Base. Jetzt lasst uns erstmal nach der aktiven Dingsung. Also hier steht. Aha. We have detected some ore on Minmus. Extract 1000 units of it. Ha. Vielleicht muss ich die Stockparts dafür benutzen oder irgend so ein Kram. Ich weiß es nicht. Wir haben noch 17 Jahre Zeit, um es rauszufinden, oder ich kann es auch einfach absagen. Und statt Ausrufezeichen Mods, einfach mal Ausrufezeichen HKK2.
Extract 950 Ore from the Sun. Dann bekommst du auch eine Modliste. Echt? War da irgendwas? Extract Ore? 950 Units of Ore from the Mun. So. Schauen wir doch mal. Rotate the crew of the Kerbin Space Station. Nö, im Moment nicht. Rescue Lambden. Kontakt. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ganz viel Touristenkram. Return the surface sample, perform radio, blah, while docked with Minmus Space Station. Das ist natürlich auch witzig, einen Radio Plasma Wave Scan zu machen. Medical Emergency on board of Minmus Base Alpha. Oh mein Gott! Recover Yannekai Kerman. Yannekai hat sich verletzt. Oder muss zum Impfen oder sowas. Crew Expansion, Science Expansion. Medical Emergency sind gar nicht so gut bezahlt, ne? Have a Science Lab. Ah, ein Science Lab nach Minmus Base bringen. Das wäre natürlich auch noch was. Man könnte natürlich eine Kombi machen aus Erweitern und Yannekai nach Hause bringen. Wie seht ihr das? Wollen wir das mal annehmen, dass wir die Minmus Base Alpha erweitern um ein Labor und ein bisschen Wissenschaftskram halt? Und gleichzeitig noch Yannekai evakuieren, damit sie sich gegen Minmus-Masern impfen lassen kann oder sowas. Das wäre eine schöne Combo, mit der man mal arbeiten könnte. Eine Rettungsmission, also zwei Tote. Stimmt, ich kann mit dem Rover tatsächlich Wissenschaft aus. Also das Labor macht, glaube ich, echt Sinn, das mal hinzubringen. Brauche ich überhaupt noch Science-Punkte? Du hast ja schon alles. Nee, 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 bei Hardcore Kerbal habe ich alles freigeschaltet. Hier habe ich noch. Oh Gott. Oh Gott, ist der Science-Tree noch lang. Glaub mir. Science werde ich noch sehr viel brauchen. Gut, lass uns das doch einfach mal annehmen. So, und dann ist noch die Frage. Ah, wisst ihr was? Kommt, wir machen den Medical Emergency noch mit. Wie lange haben wir dann Zeit dafür? Scheinbar unbegrenzt, oder? Science Expansion können wir uns so lange machen, wie wir wollen. Und auch Yannekai hält durch. Also scheint tatsächlich nur eine Impfung zu sein und nicht ein Blinddarmdurchbruch. Dann ist doch alles gut. So, jetzt wollten wir aber die Landung machen. Spielst du auf 1-3-1? Nein, wie man gerade im Start gesehen hat, ich bin auf 1-3-0. Ich muss irgendwann mal gucken, dass ich auch den Schritt auf 1-3-1 mache. Allerdings sollte alles, was ich hier auf 1-3-0 tue, im Normalfall auf 1-3-1 funktionieren. Wenn nicht, kann man im Moment auf Steam auch noch mit einem Rechtsklick ein Downgrade auf 1.3.0 machen, weil es eine Version nur zurück ist. So, da ist er. So, jetzt machen wir mal den alten Zeitraffer an. Schwuppdiwupp. Schnell, schnell, schnell nach Minmus raus. Also wir haben deutlich overshootet, deshalb ist es auch so teuer zu bremsen. Da kommt der Minmus. Da kommen wir. So, und ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, unsere aktive Aufmerksamkeit wieder auf dieses Schiff zu legen. Gegen Weltraumherpes, wie bei Ice Pirates. Das weiß ich nicht, kenne Ice Pirates nicht. Aber ja, Weltraumherpes ist eine schöne Idee. Eine sehr schöne Idee. Ach so, schöner Nebeneffekt übrigens. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich habe ja, schon mit dem anderen Mikro in einen Rode Mikrofonarm investiert und jetzt habe ich endlich auch ein Rode Mikrofon dranhängen. Das passt jetzt alles wieder zueinander. Das sieht aus wie aus einem Guss. Alles in Schwarz, nicht mehr Silber, weil hier war es ja immer Silber vorher. Ja, so sieht's aus. Alles aus einem Guss. Hoffen wir, dass es lange hält, vielleicht sogar ein bisschen länger als das Super Lux und dass auch das komische Quietschen weg ist. So. Gut, wir haben noch 23 Minuten. Ba, 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 Strom passt, auch wenn er da so ein bisschen vor sich hinzuckt. So, und dann sind wir auch schon auf. Wir sind bald bei unter 100 Tagen bis zur Ankunft bei Duna. Da müssen wir fast mal überlegen, ob wir nicht das Zeitfenster dann einfach mal ranzoomen tatsächlich. Im Moment geht es den Basen ja allen relativ gut.
Das mit der Essensproduktion kriegen wir mittlerweile ganz gut hin. Also ich bin echt positiv angetan. Oh, was kommt da? Ach, guck mal, da ist die Raumstation sogar. Es ist gar nicht so weit weg. Ich bin echt positiv davon angetan, wie gut das mit der Essensproduktion klappt. Wir müssen jetzt natürlich dann mal irgendwie noch ein bisschen Advanced-Teile freischalten für etwas komplexere Reaktionen und Verarbeitungen. Das muss ich noch lernen, wie das funktioniert, dass wir auch wirklich Sachen herstellen können. So, wir haben eine Brennzeit von 23,1 Sekunden auf dem Tank. Das heißt, wir werden auf 20 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden rangehen. Was ist das da?